Zugspitze, Deutschlands höchster Gipfel. Um auf den Gipfel der Zugspitze zu gelangen, muss man etwa 8 bis 10 Stunden zu Fuß gehen. Dann hat man über 2200 Höhenmeter von Garmisch-Partenkirchen aus überwunden. Oder man nimmt eine der 3 Bahnen. Die Bayerische Zugspitzbahn ist eine Zahnradbahn, die sich auf der 19 Kilometer langen Strecke bis zum Zugspitzplatt mit einer maximalen Steigung von 25% in etwa 70 Minuten Fahrzeit auf den Berg hinaufschleppt. Zwischen dem Platt und dem Gipfel pendelt dann eine Seilbahn noch für die letzten 400 Meter. Oder man nimmt gleich die Eibsee-Seilbahn, die für die knapp 2000 Meter Höhenunterschied nur etwa 10 Minuten braucht. Das ist übrigens der größte Höhenunterschied, den eine Luftseilbahn innerhalb einer Sektion weltweit überwindet. Dann gibt es noch die Tiroler Zugspitzbahn. Sie wurde 1926 fertiggestellt und war somit die erste Bahn, welche auf den höchsten deutschen Berg führte, von Österreich aus. 1930 wurde die Zahnradbahn eröffnet, die Eibsee-Seilbahn kam dann erst 1962 hinzu. Andere Art von Seilbahn wäre ein Umlaufbahn. Das ist wie, ich kenne es von Skigebieten, Garmisch, mehrere kleine Kabinen, die immer nur
umlaufen. Und diese hier, diese Kabine bleibt immer auf dieser Seite, fährt nur hoch und runter auf diese Seite. Halten kurz, wie schwer das ist. Wer sonst es gerne. Hier haben wir noch Schnee, abgedeckt mit Schnee. Wollte. Auch, wir sehen überall die Steine. Südwestlich der Zugspitze befindet sich der nördliche Schneeferner. Er ist mit einer Fläche von etwa 20 Hektar immer noch der größte deutsche Gletscher, obwohl er gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch fünfmal so groß war. Um das Jahr 1820 war das komplette Zugspitzplatt vergletschert. Von diesem Plattgletscher sind nur noch der nördliche und der südliche Schneeferner übrig geblieben. Neben dem Gletscher liegt an der Südflanke der Zugspitze das Schneefernerhaus. 1931 eröffnet, war es früher der Bergbahnhof der Zahnradbahn und ein Touristenhotel. Nachdem 1988 der neue Bahnhof der Zugspitzbahn auf dem Platt eröffnet wurde und 1989 dort das Restaurant Son Alpin ausgebaut wurde, kam schließlich am 14. Januar 1992 das Aus für den Hotel- und Restaurantbetrieb im Schneefernerhaus. Die noch vorhandenen Gleisanlagen der Zugspitzbahn dienen nur noch betrieblichen Zwecken der dortigen Umweltforschungsstation.